Aloha, lieber Widder, ich begrüße dich hier zu deiner Monatslegung für den Juni 2024. Und wenn dich interessiert, was da auf dich zukommt, dann bleib doch jetzt einfach dran. Yes, hello, lieber Widder. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich begrüße dich hier recht herzlich, wenn du den Widder in deinem Sonnen-, Mond-, Venus- oder eben auch Aszendentzeichen hast. Und wie du siehst, habe ich hier auch schon die drei Kartendecks vorbereitet mit einer schönen Untermalung von der Sonne. Und ich werde mit dieser Orakelkarten, mit diesen Orakelkarten, entschuldige bitte, für dich hier eine Karte springen lassen und werde natürlich nach meiner Karo-Art das große Blatt auslegen, nämlich mit Lenny als auch Tarotkarten. Und ansonsten, lieber Widder, hoffe ich, dass es dir gut geht. Die Beschreibung der Kartendecks als auch die Verlinkung zu den Verlegen findest du wie immer in der Infobox, so auch weitere Informationen über meinen Kanal. Und jetzt werde ich wie immer hier das große Blatt auslegen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, lieber Widder, wie du siehst, habe ich hier das große Blatt für dich ausgebreitet. Und jetzt möchte ich natürlich auch gerne für dich noch eine Zusatzkarte hier springen sehen. Was darf ich hier für den Widder an Botschaft für den Juni noch rausgeben? Eine Karte bitte. Eine. Ich will nur eine. Weil die Karten sind schon sehr, sehr deep in ihrer Deutung. Und da haben wir sie schon. Und wir haben Never Ending Story. Oh no. Lieber Widder, was ist denn deine Never Ending Story? Das darfst du dich direkt mal fragen. Also für all diejenigen, die kein Englisch sprechen, was ist die Geschichte, die niemals aufhört, die immer wieder einen neuen Anfang findet, aber irgendwie auch immer wieder ein Ende und einen neuen Anfang und ein neues Ende? Das ist damit gemeint. Die Zahl 37 könnte für dich hier auch irgendwie nochmal eine besondere Bewandtnis haben. Guck da mal bitte für dich. Und jetzt gucken wir uns mal noch das weitere Outcome an. Und hier haben wir die 8 der Münzen und wir haben hier den Schlüssel. Also, ich sehe hier, lieber Widder, dass es hier um Investment und Engagement geht. Und eins deiner Lieblingsthemen, die Arbeit, hier für dich einen sehr großen Raum einnehmen wird. Wie eigentlich in fast jeder Legung redest du darüber oder hast es irgendwie in deiner Aura. Und für die meisten Widder wird es so sein, dass du deine Arbeit wirklich liebst auch, weil du vielleicht auch genau das tust, was deinen Talenten und deiner Berufung entspricht. Und für all die lieben Widder, die ihre Arbeit trotzdem machen oder eben auch echt oft viel mehr investieren als jedes andere Sternzeichen. Denen geht es hier hauptsächlich darum, eben auch Sicherheit und Stabilität dadurch zu erreichen. Ja, indem du eben auch viel arbeitest, hast du halt in den meisten Fällen auch viel Geld, also zumindest hoffe ich das für dich, oder du hast eben zumindest genug, sodass dein Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität eben auch hier auf jeden Fall gestärkt ist. Ja. Und die 8 der Münzen ist halt auch, dass du auch sehr genau auch auf Details achtest, ne? Dass du eben auch wirklich ein richtiger Pro bist, also ein Profi in dem, was du tust. Also du siehst auf den ersten Blick sehr schnell und effektiv, was wichtig ist für manche Dinge oder was zum Beispiel hier noch verbessert werden darf, ne? Und da darfst du mal, damit wirst du dich auch sehr viel beschäftigen im Juni. Und auch das Thema Sicherheit und Stabilität hat eine große Rolle. Und ich habe das eben schon wahrgenommen hier, dass es, das ist aber sehr speziell jetzt, ne? Dass es für einige Widder auch um Immobilien gehen kann im Juni. Und das auch sehr, sehr spontan tatsächlich. Also auch das Thema Schlüssel hat hier die Bewandtnis, dass es um einen Schlüssel oder Schlüssel geht in der Mehrzahl, um in irgendetwas hineinzukommen. Also, dass dir neue Türen geöffnet werden, also auch in dem Sinne, wie so eine Lösung oder eine Offenbarung eben auch so für dich darstellt. Und achte auch auf deinen Schlüssel, lieber Widder, ne? Dass du den nicht verlegst oder so im Juni. Okay, jetzt gucken wir uns mal die Karten an. Du startest hier irgendwie, nehme ich dich sehr, sehr energiegeladen wahr.
Du hast wahrscheinlich entweder Urlaub gehabt oder du hast dich irgendwie gerebootet, sodass du eben, dass deine Akkus wieder geladen sind. Du strotzt hier sozusagen vor Energie, ja? Denn du sagst hier mit dem Magier, mit der Sonne, also mich kann hier jetzt gerade nichts mehr aufhalten, ne? Du hast ja eh das richtige Mindset, weil ein starkes Durchsetzungsvermögen hast du, ne? Ich meine, gut, das heißt noch lange nicht, dass das richtig ist, weil man kann natürlich ja auch negativ behaftet denken. Aber ich sehe, lieber Witter, du kennst deine Talente, du kennst deine Skills und du weißt auch diese auch unbedingt einzusetzen. Ich sehe auch, dass du hinsichtlich deiner Gefühle und Emotionen, dass du dich auch hier weitergebildet hast. Vielleicht hast du an deinem inneren Kind gearbeitet oder du hast vielleicht eine Therapie begonnen oder du machst irgendetwas an, vielleicht auch in der Gruppe, was dir dabei hilft, deine Emotionen und Gefühle besser in den Griff zu bekommen und die eben auch vor allem auch fließen zu lassen. Ja, lieber Witter, auch hier der Hinweis für dich: Solltest du Zahnschmerzen bekommen in den ersten 2 Juniwochen, dann geh unbedingt zum Zahnarzt und ansonsten kann es auch um Bänder, Muskel und dein Skelettsystem gehen. Also sei hier unbedingt vorsichtig und geh zum Arzt, wenn du hier ein Zwicken und ein Zwacken wahrnimmst. Ansonsten liegst du ja hier in der oberen Reihe ganz oben, ne? Und du schaust hier aber leider in die 7 der Schwerter. Und die 7 der Schwerter ist nie eine gute Energie, ja, weil hier geht es so darum, so auf der Hut zu sein, ja. Es geht hier um List, es geht um Gerissenheit. Und es ist jetzt halt die Frage, lieber Witter, bist du hier die Person, die hier vielleicht gerissen oder sehr überlegt handelt in einer Situation, was vielleicht auch mit deiner Arbeit zu tun haben kann oder auch mit der Öffentlichkeit, mit der Arbeit in der Öffentlichkeit zu tun haben kann? Oder regst du dich darüber auf, dass hier jemand mit List und Betrug in der Öffentlichkeit vielleicht etwas preisgibt, womit du überhaupt nicht klarkommst, ja? Wenn du jemand bist, der noch voll und ganz im Kollektiv verhaftet bist, also dass du zum Beispiel Fernsehen siehst, dass du die Politik verfolgst, dass du auch der Meinung bist, dir hierüber eine Meinung bilden zu müssen, dann könnte es auch etwas, wie gesagt, damit zu tun haben, dass im Kollektiv hier irgendetwas entschieden wird oder hier auch etwas geschieht, wo du halt einfach auf jeden Fall der Meinung bist, hier ist List mit im Spiel oder hier betrügt jemand oder hier belügt jemand, vielleicht die Massen oder was auch immer, ja. Und wenn das aber für dich, wenn die Öffentlichkeit und das Kollektiv für dich jetzt eher weniger relevant ist, dann darfst du hier aber auch in dein Umfeld schauen. Also ich rate dir hier das erste Mal, glaube ich, guck mal nach außen, ja. Denn im Außen gibt es hier etwas, was von dir entdeckt werden möchte. Oder hier gibt es einen Betrug oder eine List, die hier ans Tageslicht befördert werden will. Und vielleicht bist du dafür genau die richtige Person. Es ist, mir kommt jetzt auch gerade so der Beruf von Spionage rein. Also, wie heißen die? Ich weiß nicht, ich komme nicht drauf. Aber vielleicht spionierst du auch auf der Arbeit jemanden hinterher. Das könnte der Fall sein. Oder aber es geht hier auch um eine weibliche Person. Und diese ist hier nämlich auch entweder in deinem häuslichen Umfeld zu finden oder auch auf deiner Arbeit, ja, lieber Widder. Und hier siehst du oder wirst du etwas öffentlich machen, dass hier jemand mit List und Betrug vorangeht. Es könnte zum Beispiel sein, dass du siehst durch Zufall,
den Mann oder den Partner von deiner besten Freundin, wo du vielleicht gerade im Café sitzt mit irgendjemandem und du siehst ihn aber nicht mit deiner Freundin, sondern mit jemand anderem. Also so nach dem Motto, wie als würde er hier fremd gehen oder sich mit jemandem heimlich treffen. Und das fällt dir auf. Und dann stellst du dir die Frage, was kann ich jetzt mit diesem Hinweis tun? Sollte ich das jetzt weitergeben? Oder behältst du das für dich? Ja, vielleicht hat es auch hier etwas mit diesem Thema Never Ending Story zu tun, dass du dir dann so denkst, wie wird sich das Ganze auswirken, wenn ich damit an die Öffentlichkeit gehe? Vielleicht machst du aber auch beruflich etwas, wo du von der Öffentlichkeit gesehen wirst oder dass du eben auch in der Öffentlichkeit, wie gesagt, stehst, ja, weil als Star hier mit dem Anker kann das wirklich gut der Fall sein. Ja, vielleicht schaust du mir ja gerade zu und du bist Schauspieler oder vielleicht bist du ja auch Politiker oder was auch immer. Und du fragst dich eben gerade, sollte ich dies öffentlich machen oder was würde das denn für einen Rattenschwanz mit sich ziehen? Ich nehme auch wahr, dass du hier in der ersten Juniwoche dir Bedenkzeit erbitten wirst in einer Angelegenheit, wo du nämlich noch nicht ganz sicher bist, wie sich das auf dich auswirken wird oder wie du auch darüber denken oder fühlen sollst, ja? Denn mit dem Buch ist hier auch ein Geheimnis nochmal angezeigt, was sich hier für dich eben auch lüften wird, ja? Und das könnte eben auch etwas mit einem Rückzug zu tun haben oder aber, dass du ein Geheimnis sozusagen in dir trägst und deswegen auch hier in die sieben Schwerter schaust und sagst, ich werde hier bestimmt nicht dieses Geheimnis offenbaren, denn es würde mir nicht gut ausgelegt werden. Ich lasse das jetzt einfach mal im Raum stehen. Ich weiß nicht, um was es hier für dich geht, lieber Widder. Du wirst es genau für dich erörtern können, hoffentlich. Ansonsten sehe ich hier, dass du drei Asse hast. Ich weiß nicht mal, bei wem war das noch? Ich glaube, bei Zwillinge. Du hast hier das Ass der Stäbe, das Ass der Kelche und das Ass der Münzen. Das bedeutet, wenn du Single bist, lieber Widder, bekommst du im Juni die Möglichkeit, eine neue Person oder vielleicht sogar zwei neue Menschen kennenzulernen. Denn wir haben hier einmal den Ritter der Stäbe und wir haben hier den König der Schwerter. Und ich sehe, dass es an dir liegen wird, ob diese Verbindung hier vertieft wird oder eben nicht. Denn es liegt deswegen an dir, weil beide dieser Interessenten oder Interessentinnen nämlich ein sehr großes Interesse an dir haben. Also von denen würde keiner sagen, nee, sondern es geht um dich, ob du sagst, okay, da sehe ich Potenzial oder hier nehme ich bei mir einfach direkt eine Schockverliebtheit wahr oder hier brennt bei mir wirklich der Faden der Leidenschaft durch, ja, was auch immer. Es geht viel um leidenschaftliche Treffen im Juni, vor allem so in der zweiten und dritten Juniwoche, die du eben auch hier mit Menschen verbringen wirst, wo du dir noch nicht so ganz sicher bist, wie du diese Menschen einschätzen darfst oder sollst, ja. Und genau, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Auf jeden Fall lieber Single, lieber Widder Single, freu dich hier auf eine sehr aktive Dating-Phase im Juni. Weil auch der Park liegt hier im Haus des Mannes. Das bedeutet, dass ihr euch da eben auch auf jeden Fall draußen irgendwo treffen werdet. Ne? Ob das jetzt ein Café oder ein Park oder was weiß ich, eine Bar ist oder so oder auch einfach nur zum Gassi gehen oder so. Ne? Guckt da mal bitte. Auf jeden Fall ist hier viel Potenzial bei diesen beiden Interessenten angezeigt. Wenn du dich jetzt hier in einer Beziehung oder in einer Ehe befindest, lieber Widder, dann sehe ich hier, dass deine Häuslichkeit sehr ausschlaggebend für dich auch sein wird im Juni. Und es geht hier mit dem Ass der Stäbe auch darum, dass du hier einen Besuch erhalten wirst. Auch von jemand, der vielleicht schon, der weiter von dir weg wohnt oder jemand, den du nicht so häufig sehen kannst. Und hier wird mit diesem Besuch etwas Neues in dir entfaltet oder entfacht.
Ja, das kann ein Gefühl sein, das kann aber auch eine Geschäftsidee sein oder irgendwas. Hier kommt wie so ein Plan auf den Tisch, wo man dann eben gemeinsam an einer Chance arbeitet. Ja, und angenommen, du bist jetzt arbeitstechnisch in der Immobilienbranche tätig oder so, dann kann ich mir hier auch gut vorstellen, dass dieser Besuch, der dich hier erwartet im Juni, vielleicht weißt du das auch gar nicht. Das kann auch ein sehr spontaner Besuch sein, mit dem du überhaupt gar nicht rechnest. Und dann kommt hier jemand, ein früherer Geschäftspartner von dir oder irgendeine Person, mit der du schon mal Kontakt hattest, hier wieder zurück. Und auch deswegen ist es hier vielleicht für dich diese Never-Ending Story. Der macht dir hier ein Angebot über gewisse Immobilien oder sagt hier, ich könnte hier deine Unterstützung gebrauchen. Hättest du da nicht Zeit oder Interesse daran? Es kommt ja auch auf jeden Fall hier viel für dich rüber, ja. Und da darfst du lieber wieder auf jeden Fall dein Herz entscheiden lassen in dieser Angelegenheit. Es liegt hier ganz einfach gedeutet. Und wenn du diese Chance annimmst, die du hier unterbreitet bekommst, und dein Herz ist damit d'accord, also das ist dein Herzensweg, dem du hier folgst, dann wirst du sehen, wird sich diese Sache zu einer sehr, sehr großen Sache entwickeln. Also hier wird richtig was bei rumkommen und das auch schon nach einer recht kurzen Zeit. Ja, also jetzt angenommen, dass wir bleiben mal bei dem Beispiel hier. Hier hat jemand 4, 5 Immobilien vielleicht und braucht einfach nur deine Unterstützung dabei, die zu verkaufen. Dann könntest du die in einer sehr kurzen Zeit sehr, sehr exklusiv loswerden. Ja, okay. Wenn es jetzt hier aber hauptsächlich für dich um das Thema Liebe geht, dann nehme ich natürlich auch wahr, dass dieser Betrug und dieser List auch etwas mit deinem Leben zu tun haben kann und dass es hier nicht nur um das Außen geht, sondern du hier vielleicht tatsächlich fremdgegangen bist oder du weißt, dass dein Partner dir fremdgegangen ist und es ist halt nur die Frage der Stabilität, ob du dieses Thema jetzt ansprichst oder nicht. Weil wenn du es nicht ansprichst, dann kannst du ja weiterhin dieses Leben haben. Zum Beispiel in Saus und Braus leben. Angenommen, du hast vielleicht einen Partner, der sehr, der gut, stabil finanziell dasteht. Und du hast natürlich auch dadurch deine Vorteile. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Und deine Affäre hast du aber trotzdem weiterhin. Oder vielleicht die Affäre von deinem Mann oder so, die lässt du hier einfach, die sprichst du nicht an. Du weißt es aber es ist irgendwie scheinbar okay für dich. Weil der Verlust, den du sonst hättest, wenn du es ansprechen würdest, der würde alles andere überwiegen. Ja? Und wenn du selber aber hier dich zum Beispiel in einer Dreieckskonstellation aufhältst, ja, dann sei hier unbedingt vorsichtig, wo du dich hier mit deiner Affäre triffst. Denn wenn es nämlich hier im Außen ist, kann es nämlich auch hier gut der Fall sein, dass dich dabei jemand beobachten wird, dass es jemand über die Arbeit ist oder auch über deinen Freundes- oder Wohnfeld oder so, ne? Und dass es dann hier eben negative Auswirkungen für dich haben kann, ja? Dann nehme ich hier noch wahr in den zweiten Juniwochen, also in den letzten 2 Juniwochen, dass du dir hier sehr viel Gedanken auch nochmal mit 4 der Stäbe auch um diese um deinen familiären Background machst, dass du da eben guckst, dass es jedem gut geht und dass du aber auch hier scheinbar irgendetwas planst, was aber noch nicht ganz spruchreif ist, was du jetzt verändern wirst, was eben auch eine Veränderung auch für alle anderen mit sich ziehen wird, ja. Zum Beispiel, dass du eben sagst, du ziehst jetzt hier spontan um oder du ziehst jetzt hier mit deinem neuen Partner zusammen. Oder du kündigst deine Arbeit und lässt dich irgendwo anders arbeitstechnisch nieder. Aber das sind alles noch Sachen, die in der Umstrukturierung für dich sind, auch in deinem Mind, also in deinem Verstand hier noch Sachen erstmal vorher alles geplant werden muss, bevor du dann das Ganze öffentlich machen wirst, ja, weil du vermutest vielleicht auch schon, dass du damit vielleicht der einen oder anderen Person hier auch vor den Kopf stoßen könntest, was du halt hier auch auf jeden Fall nicht möchtest, ja.
Okay, dann gibt es hier entweder ist es dein Kind oder es ist ein Freund oder eine Freundin von dir. Es gibt hier einen jüngeren Mensch in deinem Leben und das ist ebenfalls Löwe, Widder, Schütze. Und diese Person wird dir im Juni eine emotionale Chance unterbreiten. Das heißt, hier offenbart dir jemand seine Gefühle, hier sagt dir jemand ganz klar, was man denkt, wie man fühlt, oder eben auch, dass du zum Beispiel die Person der Träume bist, ja. Und wenn das hier aber einen familiären Kontext hat, weil das zum Beispiel hier wirklich deine Kinder sind oder dein eines Kind, es geht hier definitiv um eine Person, ja, dann wird dir dieses Kind irgendwie das Herz ausschütten oder es wird dir irgendetwas erzählen, was sehr viel Vertrauen auch verlangt und worüber du dich auch sehr, sehr freuen wirst, ja. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Energie, die ich hier so wahrnehme. Okay, lieber Witter, ich würde sagen, ich bin hier am Ende dieser Legung, denn diese Sache, die für dich hier die Never-Ending Story ist, oder vielleicht auch etwas, was noch im Verborgenen liegt, dieses Geheimnis, was ich hier dann noch für dich lüften möchte, das möchte ich dir jetzt ganz gerne einfach auch als Geschenk lassen. Und schreib es mir auch gerne mal in die Kommentare, was es denn für dich ist und vor allem, welche drei Chancen hier eben auch auf dich zugekommen sind, die dir auch hoffentlich nutzen kannst, um daraus eben ein noch schöneres Leben für dich zu gestalten. Jedenfalls wünsche ich dir alles Liebe. Schau dir auch unbedingt noch deine Jahreslegung 2024 an. Die wartet auf dich. Wenn du jetzt einfach hier dran bleibst, beginnt dieses Video und dann wünsche ich dir eine ganz, ganz wunderschöne Zeit. Lass es dir gut gehen. Namaste.